Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mit Drogerie weiter. Also eigentlich fast nur Drogerie. Ein Teil ist so ein bisschen mehr Drogerie. Aber ihr habt vielleicht letzte Woche ein Video gesehen, wo ihr entscheiden konntet, welche Produkte ich kaufe, weil ihr sie eigentlich testen wolltet, euch aber nicht ganz so sicher seid, ob ihr sie kaufen wollt. Und ich habe das Ganze für die Drogerie nochmal gemacht. Cosmetic Forest hat mir dafür ein kleines Budget zur Verfügung gestellt. Ich habe euch gefragt, welche Produkte ihr haben wollt für dieses Video. Und ihr habt ausgesucht. Und ich bin... ja... gespannt. Wir werden einfach alles testen. Wir haben eine richtig schöne Lidschattenpalette hier von Nabla. Wir haben neue Produkte von Makeup Revolution, die Dupes zu anderen High-End-Produkten sein könnten. Und Freunde, vielleicht ist hier ja das ein oder andere zauberhafte Teil mit drin. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich hoffe, ihr hattet ein zauberhaftes Wochenende. Falls ihr kein Wochenende hattet, hoffe ich, dass ihr diese Woche eine schöne, ruhige Woche vielleicht habt oder euch ein bisschen erholen könnt. Bei uns war es recht entspannt. Bei mir ist im Moment so der Punkt, wie letztes Jahr erreicht, okay, es ist noch sehr, sehr ruhig für das, was alles kommt. Und ich weiß, was alles kommt. Und deswegen bin ich eigentlich schon nervös und völlig unausgeglichen. Aber es dauert trotzdem noch. Und deswegen... mit Make-up funktioniert das Ganze wieder ein bisschen besser. Tina Turner ist heute nicht dabei. Dafür habe ich heute bestimmt andere Sachen, die ich mit euch besprechen möchte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht Teil der Giacomo Army seid, dass ihr diesen Kanal abonniert. Ich sehe, 40% sind immer noch keine Abonnenten, Freunde. Und wenn 40% den Kanal abonnieren würden, das kostet euch nichts, dann wären wir schon bei 100.000. Und das ist mein großes Ziel für dieses Jahr. Und vielleicht schaffen wir das ja gemeinsam. Genauso wie bei Instagram. Da sehe ich, dass die ein oder anderen auch langsam rüberkommen. Da freue ich mich natürlich sehr. Falls ihr noch nicht dazugehört, schaut unbedingt vorbei. Denn dort seht ihr eigentlich alles immer vorab schon. Und kriegt den ganzen Tee, den ich hier bei YouTube nicht zeige. Okay, Freunde, wir haben lang genug gequatscht. Wir fangen an mit Make-up. Ich sehe noch tatsächlich sehr, sehr fertig aus, denn ihr werdet es kaum glauben. Ich bin vor 20 Minuten aufgewacht, aber ich dachte mir, ich drehe dieses Video jetzt schon, weil ich habe gleich einen Friseurtermin. Endlich. Und deswegen habe ich auch noch die Mütze auf. Meine Haare sind noch nicht gewaschen. Das mache ich gleich, wenn ich mich abgeschminkt habe, weil Haare waschen im Moment ist ja auch schwierig beim Friseur. Ich quatsch schon wieder. Was ist los? Okay, ich habe Mitteilungsbedürfnisse. Ihr durftet, wie gesagt, bei Cosmetic for Less einmal auf die Seite gehen und schauen, welche Produkte euch interessieren, die ihr irgendwie ins Auge gefasst habt. Und ihr habt mir die dann geschickt und ich habe sie gekauft. Ich konnte natürlich nicht alles kaufen, weil das geht nicht. Weil ich habe bestimmt 500 Nachrichten bekommen. Aber das erste Produkt ist von I Love Revolution, der Primer mit Avocado-Öl-Base. Das Ganze kommt in einem Glasflakon und hat hier diese Avocados oben mit drauf. Ist eine süße Sache. Die haben nämlich diese neue Reihe, wie eigentlich jede Reihe, die neu ist, irgendwie gebrandet auf Pfirsich, Avocado oder wahrscheinlich irgendwie Kokosnuss oder so. Ich habe ein paar verschiedene Sachen aus dieser Reihe mir rausgesucht. Aber es geht um diesen Avocado-Öl-Primer. Und ich habe ihn schon geswatcht und ehrlich gesagt habe ich Schiss. Denn das ist eigentlich, ihr seht, es läuft runter. Ein Öl. Es ist so ein bisschen klebrig und ich nehme wirklich nur ganz, ganz bisschen. Denn ich habe, also in meinem Kopf, wir wissen, wie das ist, wenn Maxim Giacomo Ölprimer benutzt. Den letzten Ölprimer, den ich benutzt habe, war von Trended Up Sensitive. Das geht nicht. Und es hat mein ganzes Make-up zerstört. Der fühlt sich nicht ganz so ölig an. Also der ist schon ein bisschen ölig, fühlt sich aber auch ein bisschen silikonig an. Riecht nach nichts. Ich habe den Primer einmal so ein bisschen eingearbeitet. Ich habe mir den auch ein bisschen auf meine Lippen gegeben, weil die hundetrocken sind. Ich weiß es nicht, ob das Ganze funktioniert, Freunde. Weil Öl und Foundation kann manchmal schwierig sein. Aber wir probieren das jetzt. Und da habe ich am meisten geschickt bekommen, dieses Produkt. Und das ist von Revolution, die CC Perfectioning Foundation. Das kommt einmal in so einer Quetschtube und ehrlich gesagt, und hier sollen Hyaluronsäure, Kollagen und Antioxidantien und Lichtschutzfaktor 30 mit drin sein. Ich bin gespannt. Das sieht aus wie ein Dupe zu der IT Cosmetics CC Cream. Ich habe die Farbe 6 genommen. F6, glaube ich, ist es, ne? Hier, was ist es? F6.5 sogar, also noch ein Stück dunkler eigentlich als die Revolution Foundation, die ich sonst habe. Die sieht aber sehr, sehr hell aus. Deswegen glaube ich...
dass das Ganze spannend wird. Sie ist recht flüssig und extremely hell. Und ich nehme jetzt einfach einen Foundation Brush, oder? Probieren wir es. Ist CC Cream eigentlich sowas wie BB Cream? Okay, Color Match ist nicht da heute. Ich nehme nur eine ganz, ganz dünne Schicht und arbeite mir die hier so ein bisschen schon mal ein. Probiere nicht ganz so viel zu benutzen, damit es nicht ganz, okay, doch, damit es nicht ganz so verrückt aussieht, wollte ich sagen. Das ist so ein bisschen schwierig. Ihr kennt das Spiel mit Foundations aussuchen. Ich habe mich diesmal sogar schlau gemacht, wie es aussieht, mit den Farben und habe extra geguckt, welche Farbe ich sonst habe. Und da hatte ich eigentlich F6. Also, ihr müsst euch da ein bisschen mit auseinandersetzen, welche Farbe ihr dann haben wollt. Jetzt aber First Impression. Ganz gut. Ich habe euch natürlich auch alle Produkte unten in die Infobox einmal gesetzt. Das sind alles Produkte, die ihr bei Cosmetic for Less... Um Gottes Willen. Vielleicht oxidiert sie ja ein Stück. Das ist immer meine Hoffnung. Ich sehe schon wieder die Dislikes nach oben rattern, weil meine Foundation nicht passt. Aber ich muss sagen, okay, also ich habe das Ganze jetzt erstmal so grob eingearbeitet mit meinem Schwamm. Ich sehe aus wie ein Clown, katastrophal. Aber ich muss sagen, sie gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ich habe mir was anderes vorgestellt. Okay. Gehe nochmal mit so einem Schwämmchen hier rüber. Sie sieht auf der Haut krass aus. Also wenn jetzt die Farbe stimmen würde, seht ihr diesen leichten Glow auf der Haut? Das kommt in Kombination von dem Primer und der Foundation wahrscheinlich. Und der Primer hat die Foundation nicht zersetzt. Nicht. Das finde ich doch bemerkenswert. Sieht richtig, richtig schön aus. Also abgesehen von der Farbe jetzt, Freunde, ne? Ihr kennt das Spiel, ich brauche es nicht jedes Mal sagen. Also, okay, ehrlich gesagt, da bin ich wirklich sehr überrascht, weil ihr wisst, Revolution und ich, wir verstehen uns, aber das ist so wie in der Schule. Man sagt sich Hallo auf dem Schulflur, man teilt sich irgendwie den Spind, aber irgendwie hat man auch nicht viel miteinander zu tun. Sie wird ein bisschen dunkler und sie trocknet etwas neutraler runter. Also die 6.5 ist etwas neutraler, ist wahrscheinlich im Winter eine gute Sache oder um eine zu dunkle Foundation aufzuhellen. Ich würde jetzt ein bisschen Cream Contouring machen, damit das Ganze so aussieht, als hätte ich Ahnung von dem, was ich hier tue. Dazu benutze ich jetzt einfach, was benutze ich denn jetzt hier? Hier, was steht denn hier? Uma Beauty. Zack, zack, zack. Und dann hoffen wir, dass das Ganze so ein bisschen besser wird. Nein, nein, egal, ich wollte, ach Gott, ich bin so doof. Ich habe mir extra, weil ich das wusste, Professional, hier von Revolution, die Concealer, die Fine Concealer in der Farbe, also sehr, sehr dunkel, C18 gekauft, weil mich hat jemand gefragt, ob ich testen kann, ob man damit Cream-Konto betreiben kann, weil das Ding kostet 4 Euro und könnte vielleicht eine günstige Alternative zu dem Fenty Beauty Cream Bronzer sein. Ich mag den Concealer eigentlich ganz gerne. Ich blende es mal aus und dann schauen wir, wofür wir noch brauchen. Das Schöne bei dem Uma Beauty Ding ist, dass es nicht ganz so intensiv, also doch schon eigentlich. Ich blende mir das erstmal sehr, 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 sehr grob ein, so dass man so ein bisschen Struktur im Gesicht hat. Eigentlich reicht das schon. Ich arbeite ja auch an meiner Full-Face-Reihe und werde ja dann vermutlich auch ein Full-Face-Make-Up-Revolution machen. Und da brauche ich so ein bisschen eure Hilfe, denn ich kenne mich mit Make-Up-Revolution eigentlich gar nicht aus. Ich kenne die Marke, meine liebste Palette von Make-Up-Revolution ist tatsächlich immer noch die Kisu-Palette. Ich kenne mich damit aber nicht ganz so aus, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt hier erstmal das Plastik weg. Okay, ich gehe jetzt hier ganz leicht an meine 25 Meter Stirn. Und hier, sehe ich jetzt aus wie ein Insta-Tutorial. Ist sehr dunkel. Ich glaube, es ist fast die dunkelste Farbe, die sie haben. Und probiere das einmal auszublenden. Okay, da war ich sehr optimistisch. Falls ihr Cosmetic for Less noch nicht kennt, bei Cosmetic for Less findet ihr Produkte, die ihr in der Drogerie auch findet. Die haben natürlich auch ein paar andere Marken, sowas wie Milani und Nabla beispielsweise. Aber das Schöne bei denen ist, ich habe es euch ja oft schon gesagt, ihr findet dort auch Produkte, die ihr vielleicht im Handel nicht mehr findet. Also sei es Limited Editions oder Produkte, die schon mal im Sortiment waren, aber jetzt aus dem Sortiment gegangen sind. Und das findet ihr dort. Das ist eine super coole Sache. Ich habe schon oft mit denen zusammengearbeitet und ich bestelle da auch ehrlich gesagt persönlich recht viel. Das Problem bei dem Concealer, was ich geahnt habe, ist, das ist ein Concealer, der recht matt und recht schnell runtertrocknet. Also er hat sich ausblenden lassen, aber man muss sehr, 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 sehr schnell sein. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Ergebnis, wenn ich ehrlich bin,
weil mir das einfach zu sehr verschieden ist. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Ich glaube, der Kontrast war jetzt vielleicht auch zu hoch zwischen der Foundation und dem sehr, sehr dunklen Concealer. Es geht. Es wird wahrscheinlich den ganzen Tag dann auch halten, also mehr wie so ein Cream Bronzer, den ihr sonst irgendwie kauft, weil er einfach dazu formuliert wurde, sehr lange zu halten. Aber ihr solltet vielleicht immer erst Schritt für Schritt arbeiten. Ich habe keinen Concealer gekauft. Ich würde jetzt einmal kurz meine Base fertig machen und dann bin ich gleich wieder zurück und dann machen wir weiter mit den Produkten, die hoffentlich wirklich funktionieren. So, ich habe einmal alles gesettet und jetzt so sieht das Ganze gut aus. Ich glaube, was gerade so ein bisschen schwierig in der Kamera aussah, war, dass das Ganze sehr glowy war und durch die verschiedenen Farben das sehr ungleichmäßig aussah. Jetzt gesettet gefällt mir das wirklich, wirklich gut. Und ich bin auch ein großer Freund, jetzt auf den ersten Blick, von der CC Cream. Mir gefällt die CC Cream ungesettet von Revolution. Ehrlich gesagt besser als die von It Cosmetics. Die von It Cosmetics ist ein bisschen dicker und man muss ein bisschen länger einarbeiten. Das war aber wirklich gar kein Problem. Und so sieht die Base ganz gut aus. Wir bronzen jetzt, Freunde. Und da habt ihr euch ein Produkt ausgesucht, was ich euch schon gezeigt habe. Haben vielleicht manche nicht gesehen, deswegen benutze ich es hier gerne nochmal. Das ist von Essence, der Bronze This Way Bronzer. Der ist aus der aktuellen Limited Edition, die ihr bei Cosmetic for Less oder in der Drogerie teilweise sogar findet. Und mit dem bronze ich jetzt mein Gesicht und wärme das ganze Spektakel hier so ein bisschen wieder auf. Wunderschöner Bronzer. Gibt es in zwei verschiedenen Farben, einmal in Lighter Skin und einmal in Darker Skin. Ich habe jetzt extra heute, weil ich wusste, dass die Foundation zu hell ist, die Lighter Skin Version genommen, damit wir nicht so einen ganz großen Kontrast haben, so wie bei der Kontur gerade. Aber ist schon krass, ne? Wenn man sich dann so ein bisschen zusammenreißt, dann kriegt man irgendwie doch am Ende alles nochmal hin. Ihr wisst, ich mag den Bronzer sehr gerne. Schöner Bronzer, nicht zu warm, nicht zu kühl. Passt zu meiner Haut perfekt. Ich habe jetzt hier extra ein bisschen mehr an meine Schläfen gegeben, damit das Ganze in die Richtung geht, wie ich mir den Look am Ende vorstelle. Ihr wisst, ich habe ansatzweise immer einen Look im Kopf. Meistens wird es nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber komm, wir brauchen ein bisschen Pfirsich. Das ist der I Love Revolution Tasty Peach Highlighter. Der riecht sehr gut. Der riecht nach Pfirsicheistee, nach eingelegten Pfirsichen. Was riecht denn noch nach Pfirsich? Nach den Pfirsichringen. Oh, mein liebsten Pfirsichringer. Der hat zwei verschiedene Farben. Einmal hier so ein bisschen gülden ist doch ein Wort, oder? Ein bisschen Gold und ein bisschen Rosé. Ich gehe ein bisschen in die Roséfarbe rein. Klopfe ab. Und setze mir den... Ja, krass, in der Kamera sieht der wesentlich intensiver aus als jetzt hier auf meiner Wange im echten Leben. Und der ist recht hell. Also es gibt auch noch, ich glaube, zwei verschiedene von dem. Sehr hell. Also ist sehr hell und recht subtil. In der Kamera sieht der krasser aus, als er eigentlich in Wirklichkeit ist. Ist eine süße Sache. Die Verpackung ist ein bisschen billig. Das ist Pappe. Das ist nicht diese Aluminiumbox, so wie ich sie aus dieser Herzreihe kenne. Ansonsten aber völlig in Ordnung. Also ein günstiger Highlighter, der gut riecht, ist die Frage, muss mein Highlighter nach Pfirsich riechen? Up to you. Ich glaube, es wird Zeit für die Augen. Bevor wir mit den Augen weitermachen, möchte ich ganz kurz mein Gesicht setzen. Da gibt es den Conceal and Define Infinite Mattifying Longwear Make-up Fixing Spray. Das Make-up Fixing Spray. Das hat hier einen Sprühkopf, auch in Roségold. Der Sprühnebel ist nicht so fein. Riecht ein bisschen nach dem von Urban Decay, wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen, vielleicht settet das Ganze, vielleicht hält es länger, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber auch das war nicht so teuer. Die Fixing Sprays von Revolution mag ich persönlich ganz gerne. Ich mag nur die Sprühköpfe meistens nicht. Also manchmal, schon oft passiert, fülle ich mir die um, weil die Formulierung bombastisch gut ist. Das Köpfchen an sich ist oft so, wenn die Verpackung besser aussieht als das, was man dann am Ende kriegt, wenn man es öffnet. Ich gehe einmal kurz so ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Da habt ihr nämlich euch auch aus dieser Avocado-Reihe diesen Tasty Avocado Eyebrow Gel mit Avocadoöl gebraucht. Ich weiß zwar nicht, warum meine Augenbrauen Avocadoöl brauchen, aber ganz leichte Färbung drin.
Und damit kann ich das so hochbürsten. Also das ist eher wirklich für den äußerst natürlichen Augenbrauen-Look gedacht. Oder zum Fixieren. Ich wollte das jetzt aber mal hier eigenständig nutzen und schauen, wie viel Farbe abkommt. Der hat schon eine Farbe, ne? Also ihr seht es, ich bin jetzt hier einmal über meine Hand gegangen. Eher so in die natürliche Richtung. Finde ich gut. Ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, wenn ich den jetzt auftrage, habe ich Anastasia Beverly Hills ausgebotet und brauche nie wieder eine Dipbrow-Pomade. Das habe ich ja nicht erwartet. Ich wusste ja, dass so ein Augenbrauen-Gel so ein bisschen soft ist. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Teil, auf den wir alle gewartet haben. Und zwar hat Nabla eine neue Kollektion rausgebracht. Auch passend zu der Cutie-Reihe, die ich euch schon mal vorgestellt habe, gibt es jetzt auch drei neue Paletten. Und ihr habt euch für die Berries entschieden. Ich wollte ja eigentlich das Ganze eher so ein bisschen drogerielastiger machen, aber da so viele von euch nach den Produkten von Nabla auch gefragt haben und ich dachte, okay, es passt einfach in das Video, nehmen wir das Ganze rein. Und ich blende euch hier einmal Swatches ein. Krass. Also ich habe die Swatches gestern Abend schon gemacht. Alchemy 2.0, wow. Blackberry war ein bisschen patchy im Swatch. Ich glaube aber, dass das Ganze eine Farbe für den Pinsel ist. Und das testen wir jetzt. Ich nehme jetzt als erstes von Cosmetic Flawless und Leni Brushes einen Pinsel und gehe ganz leicht in die Farbe Incense. Das ist so eine typische Textur von Nabla. Dieses ledrige. Das ist ganz krass. Also wenn ihr Nabla-Produkte nicht kennt, diese Textur ist, ihr könnt es auf meiner Haut nicht sehen, weil es fast meine Hautfarbe hat. So könnt ihr es sehen. Das ist eine ganz besondere Textur. Die ist sehr, sehr weich. Ich liebe meine Base. Wow. Seht ihr das? Wo sind meine Poren? Zurück zur Textur. Das ist wie Leder. Also ganz weiches Leder, ein bisschen feucht und total toll. Also das ist eine der spannendsten Lidschattentexturen, die ich auf dem Markt kenne. Und als nächstes gehe ich in die Farbe Venom. Das ist dieses Pink hier und das ist ein sehr, sehr intensiver Ton. Und mit dem bleibe ich hier außen und blende mir das Ganze hier hoch. Also Nabla ist eine italienische Marke. Ist auch, ich weiß nicht, ob sie noch zu dieser Indie-Marke gehören. Sie sind auf jeden Fall nicht so riesig, riesig groß. Sie haben ein schönes Sortiment. Ich habe schon viele Nabla-Produkte ausgetestet. Aber was ist das für ein krasser Lidschatten gerade? Schaut mal, ich habe ihn hier nur reingesetzt, da wo ich den dunkelsten Punkt haben möchte. Und zack, ist er ausgeblendet. Ist das Hexerei? Ist das Zauberei? Okay, krasse Farbe. Ich bin gespannt, wie rosa mein Lid nachher ist. Ich gebe mir die Farbe auch gleich hier vorne hin. Okay, das ist einer der besten Pinktöne, die ich bis jetzt hatte. Gleich auf dem Auge, nicht patchy, extrem gut zu verblenden. Ich liebe auch den Pinsel dafür, den gibt es auch bei Cosmetic Flawless, das ist die Eigenmarke. Ich habe den Pinsel nur auf diesen einen Punkt hier gesetzt und dann so gemacht. Und er hat das meiste Pigment auf die Mitte gegeben und es dann ausgeblendet. Wunderschön. Ich gehe ganz leicht in die Farbe. Maximal zwei Farben getestet und schon völlig verliebt. Ich nehme jetzt hier so einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Blackberry. Die ist sehr, sehr dunkel, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und die gebe ich mich hier außen hin und blende mir die hier schon mal so in mein V, aber nur hier außen erstmal. Was sagt er? Die Farbe auch gleich hier vorne schon mal hin. Also ihr seht ja, was ich hier tue, ne? Bin ganz leicht nur reingegangen und habe das Ganze aufgetragen und ich gehe jetzt hier nochmal rüber und verblende so ein bisschen die Kante. Super, super einfach aufzutragen und zu verblenden. Und gehe als erstes in die Farbe Bucolic Baby. Auch die Farbe ist sehr, sehr nass und die toppe ich mich hier so ein bisschen in die Mitte bis nach hier oben und gehe dann mit meinem Finger in die Farbe Alchemy 2. Und das ist ein Topperton, Freunde. Der schimmert, also eigentlich ist er durchsichtig fast, aber schimmert so in grünlich, bläulich, holo-mäßig. Und den toppe ich mir einfach hier in die Mitte und habe dadurch diesen Wet-Look. Ich liebe das. Also diese Topperfarben, allein wegen dieser Topperfarbe würde ich die Palette schon kaufen. Ich nehme jetzt die Farbe Blackberry und gehe da an meinen unteren Wimpernkranz mit. Und blende das Ganze mit Venom aus. Yes, Freunde, wow. Ist ein ganz anderer Look als das, was ich sonst mache. Ist so ein bisschen eher, das ist ja jetzt nicht hier so Beauty-Shoot, sondern das ist ja jetzt hier eher so, ich zeige euch alle Farben, die ich habe. Finde ich einen spannenden Look. Ich habe nämlich noch was anderes, auch aus dieser Reihe. Es gab ja diese verschiedenen Paletten mit verschiedenen Stiften. Und da habe ich hier einmal den Cupid's Arrow Full Color Stylo Couleur Intense. Das ist ein Augenstift. Der ist recht dick,
recht hochwertig, fühlt er sich an. Und damit gehe ich mir jetzt direkt an meine Wasserlinie. Bin jetzt auch gleich so ein bisschen an meine Lashline gegangen, um das auszublenden und hier so ein bisschen reinzuarbeiten nach oben. Und das intensiviert das Ganze nochmal so ein Stückchen mehr. Finde ich spannend. Ich glaube, dass man den auch sehr gut einfach als Lidschatten benutzen könnte. Den als Base drauf machen, ausblenden, den Creme-Lidschatten und dann im Anschluss mit dem Lidschatten rübergehen. Jetzt noch krasse Lashes gleich. Boom, wo gehen wir heute hin, Freunde? Zu Rossmann oder zu DM? Das ist heute unser Ziel des Tages. Ich nehme jetzt noch so einen kleinen Brush und gehe nochmal in die Farbe Alchemy. Und setze mir das hier in mein Inner Corner unter meine Braue und toppe das hier nochmal so ein bisschen. Also Freunde, wenn ich eine Lidschattenpalette mache, Topperfarben. Ich finde, die sind so unterschätzt, weil sie einfach, schaut euch das an, das ist dem Look was ganz, ganz anderes. Und ich verstehe nicht, warum es kaum Topperfarben gibt. Ich habe zwei Lippenprodukte, Freunde. Einmal auch aus dieser Nabla-Kollektion und dann aus dieser Peach-Edition. Ist es ein bisschen basic? Ich glaube, oder? Der riecht definitiv auch nicht nach Peach, ist aber eine Peach-Farbe. Süß. Ich weiß nicht, wie die Liquid Lipsticks von Makeup Revolution sind. Den hatten sich aber auch ein paar ausgesucht. Das ist der Nabla Wild Berry Lipstick und den tragen wir uns jetzt einfach mal auf. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die ihr euch ausgesucht habt. Ich bin sprachlos. Ich bin ehrlich gesagt wirklich sprachlos, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass das Ganze am Ende so funktioniert. Ich hatte so eine Angst vor dem Primer. Fan von allem, außer von dem Augenbrauen-Ding und vielleicht vom... Ja, nee, doch, war eigentlich alles gut. Also, hab da sehr schön ausgesucht. Meine Wimper fliegt hier gleich weg. Freunde, was sagt ihr zu dem Look? Welche Produkte gefallen euch aus diesem Look am besten? Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut auf jeden Fall bei Kosmetik4Less vorbei und wir sehen uns am Mittwoch wieder.